Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag der Piraten greift ein wichtiges Thema auf. Das haben ja auch schon die bisherigen Wortbeiträge gezeigt, und wir diskutieren das ja auch nicht zum ersten Mal hier im Parlament. Die Frage der Belastung der Luft in unseren Innenstädten ist ein wirklich wichtiges, dramatisches Thema, gerade in den Ballungsräumen. Und ob man es nun Verkehrstote nennt, Herr Kollege Moritz, oder ob man es so Todesfälle nennt, es ist auf jeden Fall so, das ist ja völlig unstrittig. Nach Berechnungen der WHO und auch des Umweltbundesamtes sterben in jedem Jahr aufgrund der hohen Schadstoffbelastung in unseren Innenstädten zwischen 10.000 und 15.000 Menschen. Und jeder Todesfall ist ein Todesfall zu viel. Deswegen gilt es hier dringend zu handeln. Ich kann Ihre Auffassung, lieber Herr Moritz, nicht teilen, dass die Bundesregierung hier schon genug tut. Allein die Zahlen belegen es. 2009 hat die Bundesregierung ein Programm aufgelegt für 1 Million Elektroautos bis 2020 im Rahmen des Konjunkturpaketes 2. Seit 2009 sind jetzt fast 8 Jahre vergangen, 7 Jahre, 7,5 Jahre. Und wir haben bis heute 25.000 Elektroautos auf unseren Straßen. Das heißt, in den kommenden 3,5 Jahren müssten wir, um dieses Ziel von 1 Million Elektroautos noch zu erreichen, sozusagen die 980.000, die noch fehlen, noch schaffen. Und das ist überhaupt nicht zu sehen. Es gibt keine hohen Absatzzahlen. Und das, was bisher beschlossen worden ist, auch mit dem Elektromobilitätsgesetz im letzten Jahr von Seiten der Großen Koalition, dass man Busspuren freigibt oder dass man gegebenenfalls auch kostenfreies Parken ermöglicht, ist doch offensichtlich völlig unzureichend, damit Leute die hohen Anschaffungskosten, die der Erwerb eines E-Wagens eben auch notwendig macht, entsprechend auf sich nehmen. Also, warum nicht nachdenken über eine Kaufprämie? Warum nicht nachdenken über eine Entlastung bei der Kfz-Steuer? Warum nicht nachdenken über eine vernünftige Bonus-Malus-Regelung bei der Anschaffung eines Neuwagens? Also, der Boom auf jeden Fall ist in den letzten 7 Jahren nicht eingetreten, und warum aufgrund der Freigabe der Busspur in Innenstädten das jetzt eintreten soll, ist für mich nicht ersichtlich. Und ich meine, dass die Bundesregierung hier angehalten wäre, dringend noch mal nachzudenken, sonst haben wir nämlich im Jahr 2020 nicht 1 Million Elektrofahrzeuge, sondern maximal 50.000, und dann sind wir weit unter die Grenze entsprechend durchgegangen. So, was mir an dem Antrag der Piraten nicht gefällt, ist, dass er sich ausschließlich auf Elektromobilität bezieht. Die Bandbreite, wenn man überlegt, die Innenstädte, die Luft in den Innenstädten besser zu gestalten, ist nämlich deutlich größer. Die ganze Frage Nahmobilität, also das, was Auto- oder Pkw-freier Verkehr in den Innenstädten angeht, ist deutlich breiter. Wir haben als Landesregierung da viel getan mit dem Aktionsplan Nahmobilität, mit der Förderung der AGFS, mit der Einrichtung des Zukunftsnetzes Mobilität. Wir investieren massiv in Radverkehr. Wir haben den Etat für den Bau von Radwegen an Landstraßen deutlich raufgesetzt. Wir haben den Aktionshaushalt Nahmobilität erstmal völlig neu eingerichtet und mit 11 Millionen Euro ausgestattet. Es gibt eine Förderung für den Bau von Radschnellwegen. Also, wenn man überlegt, was zu machen, dann ist E-Mobilität sicherlich ein ganz wichtiger Baustein. Das ist völlig außer Frage. Aber die Bandbreite von Maßnahmen, das, was Politik tun kann, um die Innenstadtluft zu verbessern, um die Schadstoffe entsprechend zu reduzieren, ist deutlich breiter, und das fehlt uns entsprechend beim Antrag. Das müssten wir auf jeden Fall in der Debatte im Ausschuss entsprechend noch anreichern. Vielleicht gibt es eine Anhörung oder Sachverständigengespräch, dann wird das entsprechend auch rauskommen. Der Hinweis auf die EU, der gemacht worden ist vom Kollegen Krick, ist richtig. Er ist natürlich insofern, ja, leider sozusagen von der Aktualität schon eingeholt worden, weil ja gerade das EU-Parlament vor 3 Wochen noch eine breite Initiative fraktionsübergreifend diskutiert hat und sich leider noch mal dafür entschieden hat, dass weiterhin den Automobilkonzernen in Europa es freigestellt ist, sozusagen den Schadstoffausstoß so zu handhaben, wie es bisher auch war. Weiterhin darf der Wert, der real im Verkehr gemessene Wert, den Wert, der auf dem Teststand gemessen wird, um das Hundertfache übersteigen. Das ist gerade vom EU-Parlament entsprechend nochmal Ende Februar so beschlossen worden, relativ knapp, aber es ist leider wieder ein Beschluss. Das heißt, der Ministerrat ist nicht aufgefordert worden, diese Schadstoffgrenzen entsprechend deutlich abzusenken. Und das ist auch leider wieder von der Großen Koalition, von der Bundeskanzlerin, vom Verkehrsminister entsprechend unterstützt worden. Also, es gibt überhaupt keine Konsequenzen aus dem VW-Skandal und aus den anderen Skandalen der deutschen Automobilindustrie. Es ist ja längst nachgewiesen, dass es nicht nur VW war,
die bei Diesel-PKWs geschummelt haben, sondern es sind auch viel mehr Autokonzerne davon betroffen. BMW, Mercedes und andere haben ihre Modellklassen auch hier entsprechend manipuliert. Und der Schluss, den die Bundesregierung zieht, ist, keinen Schluss draus zu ziehen. Es gibt eben keine entsprechende Verschärfung, es gibt keine Gesetzesänderungen. Die Aufklärung ist entsprechend sehr nachlässig. Und das wird die Luftbelastung in den Innenstädten leider nicht verbessern. Der Antrag ist aus unserer Sicht eine gute Grundlage, die Diskussion entsprechend im Ausschuss zu führen. Das Nordrhein-Westfalen hat vieles auf den Weg gebracht. Ich sage als letzten Satz, ich weiß, dass die Redezeit abgelaufen ist, ich sage als letzten Satz noch, es gibt ein Programm der Landesregierung zur Förderung von E-Bussen. Gerade in Köln sind die ersten 8 vom Land geförderten Elektrobusse gerade vor 4 Wochen vorgestellt worden. Also das, was die Piraten hier fordern im Antrag, ist längst in einem Förderprogramm entsprechend berücksichtigt. Man könnte sicherlich da noch mehr tun, aber auf jeden Fall sind hier die Weichen entsprechend in Richtung Zukunftsmobilität gestellt. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus